Und ich berichte euch über einen Hadith, den die wenigsten kennen. At-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, hat ihn berichtet. Und Sheikh al-Albani und Imam al-Zahabi, rahmatullah alayhima, sagen, diese Überlieferung ist sahih. Eines Tages ging der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, die Kanzel, die Mimba herauf. Dann sagte er, Amin, Amin, Amin. Und Amin ist eine Bestätigung für das Bittgebet. Dann fragten die Sahaba ihn über diese Angelegenheit. Er sagte, Atani Jibril. Jibril ist zu mir gekommen. So sagte Jibril alayhi salatu wassalam, er sagte, ja Muhammad, wer den Monat Ramadan erreicht und dieser stirbt, ohne dass ihm im Monat Ramadan vergeben wurde, so sagt Jibril, so soll er in das Höllenfeuer hereingeworfen werden. Und Allah soll ihm weit von sich weisen. Sag Amin, ja Muhammad. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin. Der Beste im Himmel, Jibril alaihi salatu wasallam, macht ein Bittgebet, ein Dua. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Beste auf der Erde, sagt Amin. Was denkst du, ob dieses Bittgebet uns treffen wird? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.